Wie kommt man zu diesem Hobby? Kommt das irgendwie als Kind, als frühester Jugend? Oder? Ja, als Kind. Ich habe damals Leitbilder gesammelt und wollte eigentlich mehr haben. Ich habe im Internet gesucht und bin auf so einen Leitbilderbaum gestoßen. Und habe dann halt weiterschauen können. Und dann habe ich irgendwann angefangen, habe durchgefragt, welche Leute es machen, wie man das macht. Und dann haben sie mir das erklärt und habe einfach angefangen mit einer Freundin. Genau. Und wie viele Pferde haben Sie jetzt? Ich glaube, es sind über 300. Ehrlich? Das ist ja dann eigentlich auch noch teuer. 300 Pferde, mehr, oder? Bestimmt mehr als 300, ja. Kostet ja wahrscheinlich auch noch ordentliches Geld. Ja. Nicht schlecht. Ja, und wie geht dann der Weg zum echten Pferd? Das würde mich noch interessieren. Gibt es da schon einen Weg oder ist der schon beschritten? Ich habe eine Reitbeteiligung. Aha, da haben wir es doch schon. Das kann ich mir nicht leisten. Ist denn das für die Szene typisch, dass man mit Modellpferden anfängt und irgendwann beim richtigen Pferd landet? Also bei mir war es eher anders, gleichzeitig eher. Eher gleichzeitig. Und kann man das Hobby auch noch machen, wenn man so älter ist? Also jetzt ich in meinem Alter, könnte ich das auch noch machen? Ja, klar. Gibt es ja ältere Sammler oder Liebhaber? Ja, klar, also in jedem Alter eigentlich. Hat mit dem Alter nichts zu tun? Nee, gar nichts. Und diese Veranstaltung, wie oft findet die statt? Also die ist jetzt jedes Jahr. Jedes Jahr? Mhm. Und da waren Sie zufrieden jetzt mit dem Verlauf hier und so? Ja. Haben Sie viel auch verkaufen können? Verkauft habe ich nichts, weil ich nichts dabei hatte. Also, an dem liegt es. Also. Aber jetzt haben Sie hier gewonnen. Was war das nochmal für der Wettbewerb, bitte? Die Modellhorse-Live. Und wie wurde dann das Pferd prämiert? Jetzt der Optik halber oder wie macht man das? Ja, also man achtet halt, wie es verarbeitet ist, wie es bemalt ist. Also extrem schönes Pferd, das muss man echt sagen. Selber gemacht so. Ja, also den habe ich gekauft. Und jetzt ein Siegerpferd. Ja. Ich gratuliere. Dankeschön. Danke sehr nochmal für das nette Gespräch.